Mach dich bereit. 50 Etagen. Ne. Doch. Ne. Doch. Wofür? Ne, für eine Karte? Echt jetzt? 30 für die Karte, 50 für das Herzteil. Ja, echt jetzt. Ach. Das gab's doch auch bei Twilight Princess, gell? Genau, für so eine besondere Rüstung. Die dir... Genau. Ich glaube auch ein Herzteil. Was konnte die? Die macht dich irgendwie stark? Nee. Die zieht ja Magie ab und solange... Nee, Rubine zieht sie dir ab und macht dich quasi unverwundbar. Richtig. Und da braucht und dann konntest du ein zweites Mal reingehen und dann sind da... ist es schwerer. Zieht dir Rubine ab? Meine ich, ja. Irgendwas hat sie dir abgezogen. Oder sie hat dir permanent Magie abgezogen, wenn du getroffen wurdest, auch noch Rubine oder irgendwie sowas. Irgendwas war da. Alle 10 Etagen gibt es so eine Art Checkpoint. Ich bin nicht der Meinung. Aber ich bin mir 100% sicher. Und die letzten Räume, die sind so knallhart. Ihr werdet auch feststellen, das ist immer in Style der jeweiligen Dungeons. Das ist hier quasi der erste Dungeon. Okay. War das nicht deswegen bei Twilight? Deswegen gibt das auch die entsprechenden Gegner hier. War es nicht bei Twilight Princess auch so, dass man irgendwie alle Items nutzen musste auch? Ja. Und dass, wenn man irgendein Item nicht hatte, man nicht weiterkam? Richtig. Ist es hier auch so? Nee. Obwohl, kann sein auf den Zehnern, dass ich weiß es gerade nicht mehr. Aber ja, ihr merkt, kann ich die eigentlich auch so gehen? Na, sie haben sich zusammengerollt. Ja, wie gesagt, es kommen halt die Gegner aus den entsprechenden Dungeons. Und die droppen halt nichts. Oder nur sehr selten. Und dann kommen so Mischpacks. Bei die gab es ja hier gar nicht im ersten Dungeon. Diese Irgendwo ist noch einer. Ja, die gab's doch, nur in der verwünschten Bastion, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob die sonst noch auf irgendwelchen Inseln waren. Hier, erinnerst du dich den Raum, wo wir mit dem Spiegelschild rein mussten? Ja. In eine Insel? Und so einer Insel gibt es noch eine, genau mit dem Aufbau, dass du halt in der Mitte nicht hoch kannst. Und da sind dann Viz Ropes. Die du betteln musst. Und dann? Dann kriegst du da auch irgendwann ein Herzteil. Also, es gibt ja mehrere von diesen Höhlen. Also wenn man wirklich mal jede einzelne Insel abgrast, dann kann man einiges finden noch. Ich frage mich, ob man bei sowas überhaupt systematisch vorgehen kann. Oder muss, besser gesagt. Ja, ich habe das mal gemacht und ich habe trotzdem nicht alle Sachen gefunden. Ich habe alle Schatzkarten ausgehoben, die ich gefunden habe. Es gibt so unglaublich viel.
Welche Ebene sind wir eigentlich? Ich habe vergessen mitzuzählen. Ich aufpasse, dass man nicht so viel HP verliert. Mhm. Deswegen hast du auch extra die drei Feen im Gepäck. Naja. Deswegen wollte ich auch. Ja, okay, jetzt haben wir 10. Deswegen wollte ich auch so viele Herzen schon haben. Naja, klar. Wenn man die hierfür braucht. Also beim Twilight Princess bis ganz nach unten und gerade beim zweiten Mal, das ist eigentlich richtig schwer. Also da habe ich. Da bin ich auch schon mit 16 Herzen oder so, bin ich da auch erst runtergegangen. In meinem Free Hearts Run bin ich tatsächlich 20 Ebenen runter, um mir Feenquellen freizuschalten. Hä? Die habe ich aber auch echt gebraucht. Ich bin nicht Game Over gegangen. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich halte nicht viel von diesen drei Herzen Runs. Warum nicht? Ich weiß nicht. Ich finde die irgendwie komisch. Ist nicht. Ich challenge. Ja, natürlich ist es eine Challenge, ja, aber ich halt nur so wie ein Dark Souls Level 1 Run. Ist genauso bescheuert. Wie man es doch richtig veranlagt, muss man denn sein, um sowas zu tun? Das ist eine Herausforderung. Wie bei Final Fantasy X-2 habe ich da auch so einen Low-Level Run gemacht. Let's Play. Noch auf der PS2, nicht die PS3-Version. Oh, Final Fantasy 12 kriegt ja auch so ein Remake, da freue ich mich drauf. Na, das hat schon Sinn, warum ich gerade diese drei Items ausgerüstet habe. Ja, klar. Target Switch machen. Macht ja auch Sinn. Halt. Ach, du Kacke. Magie verbrauchen. Na guck mal, das Kabel hier, ey. Drrr. Ja, ja. Das ist immer so mein typisches Kabelproblem. Nicht, dass ich verknurrte, sondern dass es sich so blöde ineinander dreht. Das machen bei mir auch einige. Ja, wenn je häufiger man es aufwickelt, desto mehr passiert sowas. Was cool ist, der eine hat noch einen mitgekriegt. Hat noch eine mit auf den Weg bekommen. Ich weiß noch, bei
Speedrun, die ich mal gesehen habe, da haben sie sich bei einigen Stages irgendwie ins Feuer reingeglitscht und. Und dann? Einfach zack in die nächste Etage oder was? Ja, ja. Aber es ging bei diesen Räumen noch nicht. Das kommt erst später bei den Räumen, wo das geht. Da. Ja. Ach, die kann ich doch instant killen damit. Ich habe nur die andere erwischt, also die ich nicht angesehen hatte. Ja, ja. Ah, Ebene 20. Alter, wie viel Geld? Voll gut. So, jetzt kommen Wrist Ropes und sowas. Oh je. Wir haben genug Geld für drei Karten schon wieder. Brauchen aber vier. Ne, fünf. Fünf. Ab hier, genau, hier konnte man das nämlich machen. Ab diesen Räumen. Kannst du das? Weißt du, wie das geht? Ich hab keine Ahnung mehr, wie das geht. Wie gesagt, Wrist Ropes. Gar nicht mehr so schwer aus, aber ich habe einfach absolut keinen Plan. Ja, das ist jetzt hier Tower of Gods, quasi. Dementsprechend kommen dann halt ja auch die Gegnertypen, ne? Mhm. Double Kill. Ah! Mann, nicht synchron. Wir sind nicht synchron. Doch, bei der Mensch. Shredded Princess, kommst du da irgendwie als Wolf noch rumrennen und versuchen, vielleicht ein paar Rubine oder Herzen auszugraben? Echt? Mhm. Das ist ja cool. Das ist ja doof. Oh Mann. Damit ich das mit dem. Ja, wir haben das natürlich extra gemacht, dass man bei den Dingern Geld dann auch kriegt. Was war schon, ey? Hab ich mit dem einen Schuss beide erwischt? Ja, hast du. Oh. Darknet. Yep. Dunkelnis. Ach, Darknet. Ich hab net verstanden. Ist Darknet. Mit dem Schwert runterfallen und unten weiterkämpfen. Geht ja nicht. Leider.
Aber wäre cool. Das gefällt mir. Nicht nur der eine. Meine wohl nicht um. 14:30 Uhr. Ich wollte eigentlich damit den Schädel. Das ist kacke so. Hallo! Willst du eigentlich versuchen, das Headteil zu kriegen? Ja, klar. Bis zum bitteren Ende. Verschiedene Farben, von denen sind ja verschiedene Stärken, ne? Mhm. Ach! Voll verpeilt, ey. Den sollte man auch immer gucken, dass die ihr scheiß Schwert wieder aufsammeln. Sonst? Ja, sonst machen halt die ganze diese dämlichen Boxangriffe und die kannst du nicht kontern. Man könnte theoretisch auch einfach später dann nochmal zurückkommen, wenn man die Lichtpfeile hat, dann kann man sowieso alles wegballern. Mhm. Das ist lame. Außerdem muss man dann ja wieder von vorne anfangen, da habe ich auch keinen Bock drauf. Hä? Ach so, weil wir jetzt die Karte bekommen. So, und man kommt dann nur mit dem Spiegelschild gleich weiter. Also man muss erstmal die Karte holen, dann kriegt man nämlich das Licht. Und dann kann man mit dem Spiegelschild das Ding da aus dem Weg brennen. Okay. Dann geht's weiter. Dann wird es nämlich richtig hart erst. Dann kommen nämlich Mumien und Skelette gleichzeitig. So ein paar Stück von denen. Das klingt nach Spaß. Ja, ja. Lustig. Im letzten Dungeon gab es gar nicht wirklich neue Gegner, ne? Nee. Gab's nicht. Ich wüsste zumindest jetzt gar nicht welche. So, genau hier hast du nämlich plötzlich. Und weiter geht's. Hallo. Die guckt sogar zu dir rüber. Aber das juckt die halt einfach nicht. Warum juckt die das nicht? Ah! Hab ich gar nicht gesehen. Das ist zu nervig, ne? Wenn die schreien. Ja. Kannst du nicht mit dem Licht irgendwas machen? Stimmt. Leuchte die doch mal direkt an.
Weil ich meine, stunt die das nur oder? Ne, stunt nur. Das war effektiv. Ja. Gegen die kannst du leider nichts anders machen. Wie riecht es hier voll lecker nach Essen, gell? Ja. Fuck. Mittag. Riecht irgendwie nach einer Suppe. Oder irgendwie sowas. Oder spreche ich hier noch keine Ahnung. Naja, grillen ja heute Abend. Grillerchen. Feines Grillerchen.